23. Dezember. Wollen wir ein Auge riskieren und hinter das nächste Türchen gucken? Ein Auge riskieren. Auch wenn wir ganz genau wissen, dass wir uns dieses Auto dort nicht leisten können, mal ansehen kann man es sich doch wohl. Einfach mal ein Auge drauf riskieren. Passieren kann dabei nicht allzu viel. Jedenfalls droht nicht der partielle Verlust des Augenlichts. Das war bei den Rittern, aber auch bei den frühen Soldaten in ihrer Rüstung schon anders. Schoben sie das Helmvisier nach oben, um die Lage zu sondieren oder den Gegner besser erkennen zu können, dann machten sie sich im Gesicht verwundbar, riskierten also im wahrsten Sinne des Wortes mindestens ein Auge. Also, auch wenn das heute manchmal ungefährlich ist, wir sollten vorsichtig sein, ob wir ein Auge riskieren wollen. Morgen ist Weihnachten, liebe Freunde, und dann gibt es ja die Redensart für den 24. Dezember. Das ist dann der letzte für dieses Jahr. Ja, mal schauen, was ich mir dafür einfallen lasse. Bis dann. Tschüss.